So, willkommen zurück zu Pokémon Golden Edition. Ich habe offscreen einen Evoli-Ei gemacht, es schlüpfen lassen und trainiert bis Level 30. Es hat sich immer noch nicht weiterentwickelt. Von daher ist es jetzt 12:30 Uhr. Am selben Tag wie vom letzten Part. Level 30 ist es jetzt. Hat Biss gelernt. Ruckzuckhieb. Zertrümmerer kann man ja auch hier im Markt kaufen, muss man nicht unbedingt den fetten Typen da begrüßen, nachdem man Mogelbaum besiegt hat. Es ist jetzt so, ich werde jetzt Evoli vorne lassen, damit er Zufriedenheit bekommt. Und einfach den Spielverlauf weitermachen. Wenn es sich. Ach genau, das heißt jetzt Fluffy, weil wenn es sich tagsüber entwickelt, wird es zu Cyana. Genau. Und wenn es sich abends entwickelt und zu einem Zit wird, also Nachthaber, dann ist es so, dass ich es umbenenne einfach. Also ich lasse jetzt vorne, wie damals in Pokémon Silber, Golbat, das hat jetzt Biss, das heißt in die nächste Arena habe ich einen Vorteil, und da es Arena-Kämpfe macht, kriegt es nochmal extra Zufriedenheit. Vor allem wenn es gegen Trainerkämpfe bringt 2 und Arena-Leiter 5, glaube ich. Das heißt, ich werde jetzt durch Dingens Moment durch den Arena-Leiter hoffen, dass ich Level Up bekomme. Gucken wir einfach mal rein, ob ich über 2 kommen kann. Weil ich glaube, ich muss zwar den Traum machen, aber das ist, glaube ich, nur in Pokémon Gold und Soul Silver und Hard Gold der Fall. Also gehe ich jetzt einfach hier rein, gucke, was für ein Level die hier reinschicken. Level 16 ist das okay. Fluffy müsste das schaffen mit Biss. Ist ja overpowered hier. Was heißt overpowered? Das hat 60er Stärke, aber Unlicht ist overpowered. Overpowered heißt, dass es gegen jede Elementklasse hier ankommt in der Generation. Und selbst wenn es nicht sehr effektiv ist, macht das enorm Schaden. Möchtest du das Pokémon wechseln? Nein. Noch ein Nebulak. So, wir besiegen es weiter mit Biss. Das ist sehr schön. Fluffy hat einen Vorteil, es kann nicht von Geisterattacken getroffen werden. Also perfekt. Wäre es jetzt ein Cyana, könnte es getroffen werden. Auch nach Taran könnte nicht getroffen werden, glaube ich. Genau. Und nach Taran kann halt von Geist und sicher nicht getroffen werden. Deswegen wollte ich nach Taran haben, weil. Wie gesagt. Okay, da geht's runter. Das heißt, wir gehen nach rechts. Und so hoch. Werde ich unser unsichtbarer Boden, besiege mich und ich gebe dir einen Tipp. Ja, man muss immer an den Augen der Bewohner lang gehen. Der Bewohner. Dorothea. Oh, Apollo sieht aber scheiße aus mit den HD-Filtern. So, das gibt weitere Erfahrungspunkte. Blöd ist, dass Fluffy so viele Angriffspunkte hat, statt Spezialangriff. Aber ich kann ja Biss behalten. Auf Cyana.
Und dann... Ja. Also den kann man wieder dafür... Wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Schön für dich. Heribert. Was ist das denn für ein Name, ey? Level 22er Apollo. Los, Fluffy, besiege es mit Biss. Du bist ausgewichen. Du bist zurückgeschreckt, ne? Nicht ausgewichen. Heribert. Ich werde siegen. Nein, bist du nicht. Medium Zenobia setzt Nebelock in den Kampf. Phil setzt Fluffy ein. Level 18, Nebelock, das ist das Schwächste hier in der Arena anscheinend. Aber dafür hat sie drei Pokémon, jetzt kommt Level 20er, und dann kommt ein 22er bestimmt. Bam, Volltreffer besiegt. Nö, es kommt doch kein. Noch ein 20er Nebelack, naja. Ich habe verloren. So, machen wir ein Safe State. Ich will ja nicht, dass Evoli besiegt wird. Nicht wahr? Sonst geht ja die, Zuneigung wieder auf das Grunde. Du könntest mir dabei helfen, bla bla bla. Leiter Jens möchte kämpfen. Leiter Jens schickt Nebelock in den Kampf. Leiter Jens. Leiter Jens. Bissattacke. Besiegt dieses Nebelock. Sehr schön. Jetzt kommt Apollo und dann kommt Gengar, glaube ich. Zwei Apollos. Ich glaube, er hat auf jeden Fall Gengar. Level 21. Nicht schlecht. Und das ist besiegt mit einem Volltreffer. Pluck! 32. Gengar! 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 25er Gengar! Es ist zurückgeschreckt. Mit einem weiteren Biss ist es besiegt. Yeah! Und noch ein Apollo. Aber gegen Bissattacken hat es keine Chance. Ich will auch gar nicht flüchten. Es ist besiegt. Keine Kuhmilch, kein Drang, kein gar nichts von Leiter Jens. Voll besiegt. Die Sorgen war dir daher 2000 Pokédollar. Ja, Fluffy entwickelt sich. Endlich. Und das live in einem Part. Warte, Zyriana. Das kommt, Das kommt. Ja, überraschend. Aber erhofft. Und von daher ist es ganz okay. TM30 ist Spuckball. TM30 Spuckball. Das kann ich meinem Fluffy beibringen.
freue mich drüber. Dann hat er Biss, Spuckball, Psychokinese und bekommt später Morgengrauen mit Level 57 allerdings erst. Den Spuckball gibt es an Tiana, Fluffy. Zumindest hat es Piss, Level 30 erlernt noch. Kriegt jetzt Spuckball bei gebracht. Und kann bald Zielstrahl. Mit 37. Eule kommt den auch wieder nach vorne. Spider-Man, Blaze, Lashy. Alles perfekt. Das freut mich endlich. Das war gut. Dieses geschah, als ich jung war. Der Himmel schärfte sich schwarz. Ein riesiges, fliegendes Pokémon verdunkelte die Sonne. Ich frage mich, was das für ein Pokémon war. Es war ein Vogel und ein Drache. Ob es wirklich ein so großes Pokémon gibt? Wenn ja, so muss es unfassbar mächtig sein. Die Rede ist natürlich von Ho-Oh. Ah, suchst du mit deinem Pokémon nach Abenteuer? Was wäre ein Abenteuer ohne eine Schatzsuche? Habe ich recht, oder? Habe ich recht? Ja. Gut, du trägst den wahren Abenteuergeist in dir. Das mag ich nämlich. Zu dir, den Detektor. Detektor. So, aufgeschrieben. Manchmal liegen Items herum, die man leicht übersieht. Setz den Detektor ein, um Items auszuspüren, die sich in der Nähe befinden. Den exakten Fundort musst du aber selbst herausfinden. Ich hörte auch, dass in der Turmruine von Tick City Items zu finden wären. Gudrun picken gewonnen. Hier ist Gudrun, wie stehen die Dinge? Wie geht es mit Pokémon? Ich hatte mal wieder Samen. Bla 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 bla. So, hier gibt's Kimono Girls. Um die kümmern wir uns im nächsten Part.